Schule 3.0 Zukunftstechnologien in den Unterricht ist eine Initiative des Zentrums für Chemie. Schlagworte wie Energiewende, Klimawandel, Zukunftstechnologien, Ressourceneffizienz und Digitalisierung sind in unserer Zeit des immer schneller werdenden technologischen Fortschritts in aller Munde und sie sollen in alle Köpfe der nachwachsenden Generation. Diese Themen sind neue Themen und neue Themen muss man immer gleich der Jugend vermitteln. Wie wichtig es ist, sich mit Zukunftstechnologien auseinanderzusetzen, aber eben auch mit Ressourceneffizienz, das ist wirklich ein dringendes Thema für die Schule, für die jungen Leute. Was wir aus Unternehmen immer wieder hören, ganz wichtig, junge Menschen mit guten Ideen, die sich für die Themen begeistern und dann die Innovation bringen, die wir nun mal brauchen für die Herausforderungen, die wir haben. Anders ausgedrückt, für Industrie 4.0 brauchen wir Schule 3.0. Das Zentrum für Chemie ist ein gemeinnütziger Verein, der durch verschiedene Projekte und Initiativen den Unterricht in den MINT-Fächern Chemie, Biologie, Physik, Mathematik und Informatik unterstützt. Dabei wurden seit 2004 etwa 8000 Schülerinnen und Schüler im Alter von 8 bis 19 Jahren und ca. 1000 Lehrkräfte an 150 Schulen erreicht. Unter anderem wurden 200 Schülerinnen und 200 Schüler aus 5000 Bewerbern ausgewählt, um an bisher 26 Erfinderlaboren teilzunehmen. Hier in dem Labor, das ist mit keinem Schülerlabor zu vergleichen, hier kann man ganz andere Konzepte umsetzen. Ich wollte hier halt besonders gerne teilnehmen, weil die Arbeit im Labor mich sehr interessiert und somit das Praktische mehr eingebracht werden kann, weil die Schule hat gewisse Grenzen. Wir haben etliche Jahre Biologie, Chemie, Physikunterricht hinter uns, ohne wirklich was Greifbares mal zu haben, ohne mit den Möglichkeiten in der Schule ernsthafte Experimente auf einem wirklich wissenschaftlichen Level auszuführen. Die Ergebnisse begeistern auch die betreuenden hochkarätigen Fachleute aus renommierten Hochschulen und Unternehmen. Alle unsere Studenten sollten so sein, dann wird es richtig brummen. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu zeigen, dass Wissenschaft Spaß macht und ganz viel Kreativität fordert, ganz viel Spielen, ganz viel Miteinander. Und was natürlich auch wunderbar war, mit der Art und Weise, wie präsentiert wurde. Also zwischendrin habe ich gedacht, sie machen mir Hoffnung. Wenn das die junge Generation ist, die unsere Zukunft in den nächsten 10, 20 Jahren prägen soll, dann ist mir darum nicht bange. Parallel zu den Erfinderlaboren macht Schule 3.0 mit dem Pilotprojekt Energiewende in den Unterricht den nächsten Schritt. Die neuen Technologien werden für alle Schüler erlebbar. Auf der einen Seite ist es wichtig natürlich, dass die Schüler wirklich damit konfrontiert werden, aber genauso wichtig ist es, dass natürlich auch die Lehrer darauf vorbereitet werden und sich Gedanken machen, wie kann ich das eigentlich sinnvoll in meine Schule bringen, auch didaktische Konzepte entwickeln. In 4 aufeinander aufbauenden Workshops wird ein kontinuierlicher Austausch unter den Lehrkräften, den Hochschulen und der Wirtschaft generiert. Wenn ich mit Kollegen spreche, dann höre ich eigentlich gerade an der Stelle ganz häufig, das wäre eine Entlastung, wenn wir einfach auf Dinge auch mal zurückgreifen können, wo wir wissen, das ist gut, das ist von guten Leuten mit dem gleichen Anspruch an den naturwissenschaftlichen Unterricht erarbeitet worden. Und es zeigt sich, die Lehrerkollegen lassen sich von der Kombination aus Lehrplaninhalten und neuen Technologien genauso begeistern wie die Schüler der Erfinderlabore. Es hat mir wieder echt sehr viel Spaß gemacht, was Neues kennenzulernen. Total motivierte Referenten, das ist immer super, das macht riesen Spaß. Also mir hat heute in der Chemiefortbildung sehr gut gefallen, dass wir einen Praxisbezug hatten, der uns ganz moderne Technologien für den Unterricht erlebbar präsentiert hat. Das war toll. Die Evaluation des Projektes bestätigt die rundweg positiven Erfahrungen aller Beteiligten aus der Schule, aus der Hochschule und der Universität und aus der Wirtschaft.
Wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, ich hätte mir gewünscht, dass es sowas wie Schule 3.0 gegeben hätte. Ich hätte mir mehr Interaktion mit der aktuellen Forschung gewünscht, mit Leuten, die in der Forschung stehen, die in der Wissenschaft stehen, die man an die Schulen holt, dass die Lehrer vielleicht noch aktuellere Bezüge in ihren Unterricht einbauen können. Und das ist ja etwas, was Schule 3.0 sehr erfolgreich macht. So etwas wie Schule 3.0 soll auf jeden Fall weitergehen. Das ist ganz wichtig. Die neuen Technologien werden immer komplexer, vernetzter. Und da früh die Saat zu sehen, finde ich einfach klasse. Sollte weitergehen, auf jeden Fall. Uns gefällt diese Initiative sehr gut, weil sie in der Lage ist, Welten zusammenzubringen. Die Schulwelt auf der einen Seite mit der Arbeitswelt und der Industriewelt auf der anderen Seite. Ich bin der Auffassung, dass das unbedingt weitergeführt werden sollte, gerade in den MINT-Fächern. Es ist sehr wichtig, dass hier die jungen Menschen so früh wie möglich angefixt und abgeholt werden, um sich in diesem Feld umzutun und ein bisschen die Scheu davor zu verlieren. Und ich denke, das gelingt gerade mit so einem Projekt, was so praxisnah ist, sehr gut. Wir erleben eine höchst dynamische Entwicklung, gerade in der beruflichen Orientierung, dass man also sagen kann, Schule 3.0, das muss irgendwann mal 7.0 sein, und zwar regelmäßig, weil wir uns ständig mit einer Änderung konfrontiert sehen. Und da passt das, was ich bisher kennengelernt habe, was ich weiß, was geplant ist, auch für Schule 3.0, hervorragend rein. Ist also kein obendrauf, sondern ein sich einfügen in. Der Hessische Landtag bietet den festlichen Rahmen für eine Gemeinschaftsveranstaltung der Initiative MINT Zukunft schaffen und des Zentrums für Chemie. Noch einmal kommen Förderer und Befürworter des Pilotprojektes Energiewende in den Unterricht zu Wort und Vertreter von 60 Schulen zeigen sich höchst interessiert. Wer gut informiert ist, handelt klüger, und das bedeutet, dass wir die Technologien oder die Vorbereitungen für das Umsetzen dieser Technologien in der Zukunft so früh wie möglich beginnen müssen. Was ich vor allen Dingen sehr gut finde, ist, dass das eben ein Projekt ist, was nicht angedockt ist, was nicht von außen kommt, sondern was durch die Lehrkräfte in der Schule realisiert wird und nicht von außen aufgesteckt, so nach dem Motto, da kommt jemand, erzählt ein bisschen was und ist dann wieder weg, sondern die Schulen machen es auch zu ihrer Sache, und das ist, glaube ich, das besonders Wertvolle an dieser Schule 3.0 Energie. Wenn in den Unterricht. Ich glaube, es ist klar, dass so ein Projekt weiterlaufen muss. Und ich hätte auch ein grobes Modell dafür. Diese Förderung gibt es im Land Hessen ja zum Beispiel im Bereich Sport. Es gibt Schulsportzentren, es gibt eine zentrale Fortbildungsstelle für Sportlehrer. Die kenne ich aber nicht für naturwissenschaftliche Lehrer. Ja, und das könnte, glaube ich, hier als Startpunkt für so eine Ausweitung ganz gut dienen. Wenn Sie mal in die glänzenden Augen der Kinder, der Schüler geguckt haben im Labor, deswegen mache ich das. Ich blockiere mein Labor für eine ganze Woche. Und ich hoffe, dass das System auch weitergeht, weil ich mir selber so viel Spaß daran habe. Wenn wir sehen, welche Erfahrungen dort gemacht werden, ich denke, das ist es mir wert. Ja. Ich glaube, man merkt auch, mit welchem Enthusiasmus hier die Akteure, Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schülerinnen und Schüler so ein Thema wie Energiewende im Unterricht behandeln. Und es ist gut, das hilft, und es hilft vor allem eben auch, wichtige ökologische Themen voranzubringen. Es gibt wahrscheinlich nirgends so aufmerksame Mitbürgerinnen und Mitbürger wie in den Schulen. Das sind die Schülerinnen und Schüler. Und deswegen glaube ich, dass wir Energiewende, die als Ressourcenwende zu verstehen ist, also viel mehr ist als nur Energiewende, nur mit Unterstützung der Schulen stemmen können, weil wir dort die Schülerinnen und Schüler erreichen, die später ja dann in die weiterführenden Hochschulen gehen oder Berufe gehen, um dort eben für die Energiewende etwas gestalten zu können. Also ich arbeite seit 6 Jahren bei Merck und leite mittlerweile ein Team zur Entwicklung von Tinten für gedruckte OLED-Displays. Ich hatte damals natürlich auch gute Lehrer, aber ich denke einfach, wenn wir im Unterricht die Möglichkeit gehabt hätten, diese Zukunftstechnologien besser kennenzulernen und die Anwendungen der Chemie auch schon früher kennenzulernen, dann hätte mich das noch viel früher für das Thema begeistert.